Guten Tag, wir haben heute den 25. März 2024. Ich stehe hier in Hamburg in der wohl bekanntesten Polizeiwache Deutschlands, der Davidswache. Ich werde heute eine Strafanzeige wegen Vorbereitung eines Angriffskrieges stellen. Und zwar konkret gegen die Generäle Gerhards und Gräfke. Die beiden Generäle haben die konkrete Bombardierung einer ausländischen Brücke detailliert geplant. Und das ist unter Strafe zu stellen, verboten nach § 13 Völkerstrafgesetzbuch und auch ganz klar nach dem Artikel 26 Grundgesetz. Mein Name ist Heiko Schöning. Ich bin Reserveoffizier der Bundeswehr. Ich bin auch Arzt und Vater und einfach Bürger. Und ich gehe hier einfach rein als Bürger und werde diese Generäle, die konkrete Bombardierung einer ausländischen Brücke geplant haben und damit sich strafbar gemacht haben, aus meiner Sicht, werde ich hier bei der Polizei anzeigen. Ich werde nichts weiter mitnehmen, außer meinen Ausweis, ein kleines Grundgesetz und auch noch den Link, wo man noch Details dazu findet. Das ist www.courage.media. Schöning Report Folge 5. Da findet man noch alle Details und auch das Gespräch 38 Minuten lang der Bundeswehrgeneräle zur konkreten Bombardierung einer Brücke. Es ist völlig egal, wo diese Brücke steht, denn die Bundesrepublik Deutschland befindet sich nicht im Krieg und die Bevölkerung will auch keinen Krieg und ich auch nicht. Und deswegen werde ich jetzt hier bei der Polizei Strafanzeige stellen gegen die Generäle Gerhards und Gräfke. Hamburg, 25. März 2024. Ich habe gerade Strafanzeige gegen die Bundeswehrgeneräle Gerhards und Gräfe gestellt, wegen Vorbereitung eines Angriffskrieges. Hier in der Davidswache auf der Reeperbahn hat man auch einige Erfahrungen mit organisierter Kriminalität. Die Beamten waren sachlich und neutral, genauso wie es sein soll. Die Anzeige ist aufgenommen worden unter dem Aktenzeichen 015-1K-02-05-770-2024. Alles, was ich dabei hatte, was man braucht dazu, ist ein Personalausweis. Ich hatte zusätzlich noch eine kleine Ausgabe des deutschen Grundgesetzes, denn Angriffskriege sind verboten nach Artikel 26 Friedenssicherung des deutschen Grundgesetzes. Die Details und die weiterführenden Angaben, die ich besonders machen konnte zu dem Fall, habe ich hier in der Strafanzeige drin und sind für alle auch einsehbar unter courage.media in der 5. Folge des Schöning Reports. Ich denke, es ist wichtig, die Polizei auch persönlich zu informieren, mit den Staatsbürgern in Uniform auch im Dialog zu sein, sie selber auch über diese mutmaßliche Straftat zu informieren und dass das Ganze publik gemacht wird. Deswegen bitte verbreiten Sie es und seien Sie für den Frieden aktiv. Herzlichen Dank, Heiko Schöning aus Hamburg.